1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben Freitag und Freitag ist eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Thomas und Thomas ist 28 Jahre alt. Hallo Thomas. Ja, hallo Jürgen. Dein Thema. Mein Thema ist, ich war heute das erste Mal bei einer sogenannten Hobby-Nutte oder Hobby-Hure. Aha. Und, bei einer professionellen Hure warst du schon öfters? Nein. Also das war also überhaupt bei einer Prostituierten warst du zum ersten Mal? Ja, das war das erste Mal, wo ich jetzt bei so einer Dame war und es war ein ziemlich geiles und heftiges Erlebnis. Oh. Und bin ganz ganz außer mir sozusagen. Ja. Fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Wie kam es überhaupt zu der Idee, das zu machen? Die Idee war eigentlich recht kurzfristig. Also ich komme aus einer längeren Beziehung. Ja. Oder eigentlich, ich komme immer aus längeren Beziehungen. Habe also immer einmal eine fünfjährige Beziehung hinter mir, jetzt eine dreieinhalbjährige Beziehung hinter mir. Mhm. Und bin eigentlich nicht der Typ, der jetzt viel Frauenwechsel oder sowas steht. Aber irgendwann jetzt nach der vierjährigen oder dreieinhalbjährigen Beziehung hatte ich gedacht, jetzt hast du es dir mal verdient. Ja, jetzt müsste ich mal eigentlich mal was Richtiges, mal einen richtigen Abend machen, ne? Also richtig die Sau rauslassen. Ja. So, dann bist du zu einer Prostituierten gegangen. Was hast du gesagt? Hobby? Warum Hobby? Ja, das ist im Internet bin ich ja drauf gestoßen durch Zufall, da kam ein Link, dass da irgendwie so Mädels sind, die eben normale Jobs haben und nebenbei sich ein bisschen Geld verdienen. Ach so. Und das eben so als Hobby oder als Leidenschaft, wahrscheinlich auch wegen Geld natürlich machen. Aber zumindest keine professionellen. Ja, dann hast du den Kontakt hergestellt, hast du angerufen. Genau. Und bist du dann zu dieser Frau nach Hause gefahren? Ja, ich habe 2, 3 angerufen gehabt und habe dann erstmal abgewiegen, welche mir sympathisch war. Habe mir auch Bilder angucken können. Leider war das Gesicht halt nie zu sehen. Was ja wichtig ist. Was eigentlich sehr wichtig ist, natürlich. Ja. Ja. Und aber ich habe gedacht, der Rest stimmt, dann muss auch das Gesicht wenigstens stimmen. War es so? Es war der Hammer, ja. Also es war wirklich der Hammer. Ich meine, man denkt zwar immer, das sind keine hübschen Mädchen oder so und so. Ja, nein, denkt man nicht immer. Ja, es gibt wahnsinnig hübsche Prostituierte. Also sehr, sehr heftig. Das Mädchen war 20 Jahre alt. Ja. Eine Hammerfigur. Ja, also eine Hammerfigur. Ich hatte schon immer hübsche Frauen, aber das war Hast du am Telefon auch schon ausgehandelt den Preis und was gemacht wird? Ja, also eine Freundin von der war dran. Sie machen das zu zweit. Mhm. Und eine Freundin von der war dran und die hat halt gesagt, das fängt so bei 50 Euro an. Ja. Und das ist halt so das Minimalprogramm, ne? Ja. Da ist eine Stellung dabei und das war's. Ne? Ja. Und hast du schon vorher genau bestellt, was du möchtest? Nee, eigentlich gar nicht. Ich hatte gedacht, machst einfach mal ein Quickie, ne? Ah, ja. Und das kam aber dann ganz anders da. Also irgendwie war gegenseitige Sympathie ziemlich heftig da. Wo bist du hingefahren? Wo ist das passiert? Das ist passiert in der Nähe von Frankfurt. Nee, so wollte ich es gar nicht wissen. Bei der Frau oder in einem Hotel? Die haben das angemietet. Ja. Und das ist so Privatatmosphäre. Ach so, also, dann ist es ja schon doch ein bisschen professionell, wenn die extra was angemietet haben und man sich dann vielleicht da trifft. Vielleicht ist es auch von einer die Wohnung. Keine Ahnung, weil es ist eingerichtet wie eine Wohnung, ne? Okay, dann bist du hingefahren. Bin ich hingefahren, ja. Es war aber dann nur die eine da, ne? Nicht beide Mädels. Es waren beide da. Es hat mich erst eine andere erwartet. Ja. Und zu der wollte ich nicht, das habe ich gleich gesehen. Ach so. Und dann haben die gesagt, oder hat sie gesagt, sie soll mich kurz zurück hinsetzen ins Zimmer und dann kam sie. Aber letztendlich warst du dann mit einer Frau alleine zusammen. Ich war dann mit einer Frau und alleine. Und dann stand die vor dir, mit der du, die du gerne haben wolltest. Ja. So. Und dann haut sie hat sich. Auch mal baff. Also sie hat wirklich gut ausgesehen. Also vom oben bis unten, also vom Gesicht her auch, vom Body, alles super toll. Und ein nettes Gesicht. Auch natürlich, ja. Freundliche Ausstrahlung. Sehr, sehr, sehr. Die besten Voraussetzungen, dann sich zurückzuziehen. Ja, genau. Ja? Und wie lange habt ihr euch zurückgezogen? Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Wie viel hast du insgesamt dann hingelegt hinterher? Nur 50 Euro. Nur 50 Euro? Ja. Da war aber sehr viel Sympathie bei ihrer, von ihrer Seite auch da. Ich schätze mal schon, ja. Wollen jetzt keine pornografischen Details. Ne? War es denn schon ein bisschen ungewöhnlich? Es war alles dabei. Aber ich hoffe geschützt.
Ja. Nee, der Verkehr geschützt. Ja, okay. Mhm. Aber der Rest nicht. Ja. Und der Rest mit allem, was man sich so vorstellen kann. Wenn man sich mit allem, was man sich so vorstellen kann, sollte das auch geschützt sein. Ja, also der Verkehr war nicht geschützt. Also der Verkehr war natürlich geschützt. Ja. Aber alles andere nicht. Also auch. Ja, wir können es uns schon denken. Bitte? Wir können es uns schon denken. Ja, ja, okay. So. Und das war halt schon sehr heftig und wow. Du bist schon ganz begeistert. Ja, war gut. Ja. Das heißt jetzt für dich, wenn ich Solo bin, kann ich mir das ab und zu mal, das kann ich mir gönnen. Ja. Ja. Also, das soll jetzt nicht zur Gewohnheit werden, aber es war ein Erlebnis, wo ich jetzt sage, ja, das war, kann man wiederholen, ja. Wenn man das erste Mal zu einer Prostituierten geht, ist der Mann an sich ja aufgeregt. Ich hatte auch erst gedacht, es gibt leichte Probleme. Mhm. War dem aber nicht so. Nee, du warst gleich bei der Sache und... Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie wirklich sehr scharf war. Ja. Und es gab echt keine Probleme, wo ich auch vorher gedacht habe, oh je, das ist Aufregung, nervös und dann noch so eine hübsche Frau und alles vom Feinsten und dann will der Kleine nicht. Aber der Kleine wurde ganz groß und ich war... Jetzt hast du gerade gesagt, am Anfang, da war viel gegenseitige Sympathie. Ja. Nun kann man ja sagen, dass sie vielleicht so professionell ist, dass sie dir das vorgespielt hat. Sie hat es ja erst zum ersten Mal, also sie ist ganz frisch selber auch gewesen. Ach so. Und den ersten Tag in dem Business, sag ich mal, und hat vor mir gerade mal einen älteren Herr gehabt, mit dem sie nur ein bisschen quatschen musste. Wenn es denn stimmt, ist natürlich auch eine tolle Verkaufsstrategie, wenn man sagt, du bist heute mein Erster. Oder? Ja, aber ich glaube, sie war sehr ehrlich, weil wir haben uns sehr lange danach noch unterhalten. Und du klingst fast so begeistert, als würdest du sagen, Mann, ich habe mich sogar ein bisschen verschossen in die. Ja, verschossen nicht, aber es ist schon, ja, schon eine Begeisterung da, ja. Ja, wollen wir mal eine Nacht drüber schlafen, mal gucken, wie es morgen ist. Ja. Ne? Nicht zu sehr reinsteigern, in der Regel... Sie hat ja gesagt, sie freut sich ja, wenn sie mich wiedersehen würde. Naja, aber Vorsicht, das kann ja natürlich sehr professionell sein. In dem Gewerbe wird natürlich viel Geld auch das verkauft. Ja, natürlich, wirklich. Ja, ja. Also da sind die Jungs oft dann so ganz Feuer und Flamme und hinterher enttäuscht. Ja, na gut, auf jeden Fall ein gutes Erlebnis. Ja, und für dich wiederholbar, wie auch immer, mit wem auch immer. Ist wiederholbar, bestimmt. Ja. Und, soll nicht zur Gewohnheit werden, aber... Wie lange bist du hier schon zu Hause von ihr? Zwei Stündchen. Zwei Stündchen, ja, das ist ja alles frisch alles. Ja, ja. Jetzt muss ich den Domian anrufen und dem das mal erzählen. Ja, das war so ein, ich meine, wie gesagt, Sex habe ich sehr oft schon gehabt, aber das war einfach, wo ich gesagt habe, wow. Eine Frage noch. Ja. Hat es dich nicht irritiert währenddessen, dass du dir vielleicht dann doch Gedanken gemacht hast, Mensch, die macht das ja nur für Geld? Nee. Und vielleicht spielt die mir im Moment auch eine gewisse Erregung vor? Nee. In Wirklichkeit denkt die an ihren Einkaufszettel. Nee, weil es gibt ja so ein paar Sensoriken bei der Frau, wo man es dann doch feststellt. Ja. Und da war alles sehr gut gegangen. Alles so, wie du es wolltest. Ja, also ich meine natürlich, ich glaube, kein Mann ist davor gefeit, wenn eine Frau einmal vorspielt. Das glaube, kein Mann kann das sagen, ob es wirklich so hundertprozentig echt war. Aber so wie sie sich gegeben hat, was sie alles gemacht hat und mit so einer Leidenschaft und vom Küssen angefangen, es war wirklich alles dabei. Also eine Freundin, eine feste Freundin hätte es, glaube ich, nie besser machen können. Also der begeisterte Thomas war das. Ja. Aus der Nähe von Frankfurt. Ja. Ich wünsche noch einen schönen Abend, schöne Träume. Ne? Ja, ich glaube, die werde ich haben. Alles Liebe, auf Wiederhören. Danke, tschüss. So, Freunde, eine Information noch zu gestern. Wir hatten gestern ein Gespräch über den zum Tode verurteilten Troy Albert Kunkel. Der sollte gestern Abend hingerichtet werden in den USA. Einige Minuten vor unserer Sendung oder sogar während unserer Sendung. Ich hatte ja ein Gespräch darüber. Diese Hinrichtung ist gestern einige Minuten vorher ausgesetzt worden. Das heißt, der Mann war schon, soweit ich das erfahren habe, in dem Vorraum, wo er vergiftet werden sollte. Und es ist alles gestoppt worden und nun wird das Verfahren wieder aufgerollt. Und er wartet ja, wie wir es gestern auch gehört haben, seit 20 Jahren schon auf die Vollstreckung. Oder er wartet eben nicht drauf. Auf jeden Fall hängt das über ihm wie ein Damoklesschwert. Und was jetzt weiter wird, weiß ich nicht. Ich wollte es nur berichtigen, weil wir gestern davon ausgegangen waren, dass er schon hingerichtet worden war, als wir hier uns unterhalten haben. So, jetzt geht's weiter mit der Nicole. Und Nicole ist 23. Hallo, Nicole. Hallo. Ja, guten Morgen, Nicole. Morgen, Jürgen. Hier ist Nicole. Ja. Ich habe ein folgendes Problem. Ich habe am Montag mein Kind verloren. Am Montag? Ja, diese Woche. Was heißt das Kind verloren? Wie alt war das Kind? Ich war noch schwanger. Du warst noch schwanger. Ja, und das habe ich durch meine Schwester verloren. Was ist da passiert?
Die hat mir in den Bauch getreten, geboxt und alles. Und ich konnte mich auch nicht wehren, weil ich tagsüber auf 7 Kinder aufpasse. Mhm. Auf 7 fremde Kinder genau. Jobbst du so oder was? Ja, genau. Ja. Mhm. Da verdiene ich mein Geld mit. Ja, ach so. Mhm. Und dann kam sie dann dahin, wo ich aufpasse, hat mir meine Post gebracht, weil ich auch zwischenzeitlich zu dieser Familie hingezogen bin. Mhm. Und in dem Moment hat sie mir die Post gegeben und danach hat sie auch nur draufgehauen. Deine eigene Schwester? Meine eigene Schwester. Auf dich, die du im 6. Monat schwanger warst? Ja. Warum hat die das getan? Das weiß ich selber nicht. Wie ist denn dein Verhältnis gewesen mit der Schwester vorher? Überhaupt nicht gut, weil meine Mutter gibt immer nur ihr Recht, immer nur ihr. Mhm. Egal, was sie macht, sie hat immer Recht. Und wenn wir dann zurückkauen, ich habe ja noch mehrere Geschwister selber, dann hat unsere Mutter uns noch zusammengeschissen, auf Deutsch gesagt. Ja, also das Verhältnis war immer schon oder seit langem gestört zwischen dir gestört, und deiner Schwester. Ja. Wie alt ist deine Schwester? 19. 19. Und hat 2 Kinder. Gab es denn in der letzten Zeit einen besonderen Streit zwischen euch beiden? Ja, sie hatte sich auch einen Junge gewünscht. Ich weiß es nicht, vielleicht kann ich es auch daraus schließen, aber sie hat wieder ein Mädchen bekommen. Und wusste sie, dass du einen Jungen bekommst? Ja, genau. Und du hältst es für möglich, dass sie so perfide ist und so bösartig, dass sie deshalb das getan hat? Genau. Das ist ja unfassbar. Ja, und dann war ich dienstags dann auch auf der Polizei, habe Anzeige erstattet. Moment, lass uns nochmal. Sie kommt dann da rein und tritt und schlägt auf dich ein, auf deinen Bauch. Genau. Mit Gegenständen auch. Ja, egal, also die hat sich da was gegriffen und hat draufgehauen und alles. Mhm. Und weil ich ja eigentlich immer die ruhigere Person bin und wollte das dann so klären und nicht zurückhauen durch die Kinder eben alle, ja, da habe ich eventuell von mir auch selber aus Fehler gemacht. Also es waren auch die anderen, die Kinder waren anwesend. Die waren anwesend. Die haben das gesehen. Die haben das mitgekriegt. Auch die, waren da Erwachsene auch bei? Nee, die war arbeiten. Die war arbeiten. Ja, sie hat ja selber gesagt, wenn sie da gewesen wäre, wäre das gar nicht so weit gekommen. Mhm. So, jetzt stelle ich mir die Situation ja ungeheuer beklemmend vor. Du passt auf die anderen 7 Kinder auf. In welchem Alter waren die ungefähr von bis? Zwischen 10 und abwärts 0. Ja. Da kommt die Schwester rein, schlägt auf deinen schwangeren Bauch ein, tritt auf dich ein. Versuchst du dich ein bisschen zu wehren? Ich habe sie weggehalten, mehr auch nicht, weil sonst hätte ich wieder Ärger gehabt mit meiner Familie. Ja gut, aber in dem Moment ist man dann nicht automatisch, wehrt man sich da, wenn man schützt ja nicht nur sich selbst, sondern auch das Kind. Ja, gut, denkt man da an den Ärger, den man vielleicht in der Familie haben könnte? Nee, ich habe schon immer drauf gehauen. Und aber sie war dir überlegen. Ist sie dir körperlich überlegen? Ich wollte eigentlich zurückhauen, aber ich habe auch an die Kinder gedacht. Mhm. So, und was passierte dann weiter? Ja, hatte ich dann tierische Bauchschmerzen bekommen, bin dann ins Krankenhaus gefahren und dann haben sie festgestellt, dass es im Bauch schon tot ist. Unglaublich. Und dann habe ich es auf normalen Weg bekommen. Die haben dann sofort eine Geburt eingeleitet? Genau. Ja. Und bin dann auch abends auch wieder nach Hause gegangen und konnte bis jetzt nur mit noch gar keinem drüber reden. Aber du hast gerade gesagt, du hast schon Anzeige erstattet. Anzeige habe ich erstattet, ja. Mhm. Weil das kann so nicht weitergehen. Ja. Weil wenn ich draußen bin oder so, ich denke schon, dass ich so überfahren will und alles. Mhm. Du klingst noch relativ ruhig nach dem, was da passiert ist. Nicht ruhig, eigentlich müsstest du voller Hass und Zorn sein. Ich habe Hass, aber ich versuche das zu überspielen. Mhm. Mhm. Wie kommt es, dass du mit noch niemandem hast drüber sprechen können? Hast du also sonst gar keinen Menschen so um dich herum? Meine Freundin, wo ich wohne, das ist wie meine Mutter. Mhm. Und die kann darüber nicht reden, weil es ihr selber wehtut. Aber sie weiß, dass es passiert ist. Sie weiß es, aber sie kann nicht drüber reden, sonst fängt sie genauso an zu meinen wie ich am Tag. Das heißt, du musst ja irgendwie Rücksicht auf die nehmen, damit die nicht anfängt zu heulen. Nein, sie kann es nicht, weil sie auch wehtut auf einer Seite. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll weiter. Du bist dann an dem Abend nur nach Hause gegangen? Auf eigene Verantwortung, ja. Was,
Was war denn das für ein Gefühl? Du warst, ich muss mir das ja immer wieder vorstellen, du warst im sechsten Monat schwanger schon. Mhm. Hast eine Beziehung hergestellt zu dem Kind schon? Das habe ich, ja. Und dann gehst du abends nach Hause, das Kind, du weißt, das Kind liegt da jetzt in der Entsorgung? Ja. Im Krankenhaus? Ist das so oder wird es beerdigt? Nee, das wird nicht beerdigt. So, und dann geht man nach Hause und alles ist irgendwie vorbei, weil diese Frau das getan hat. Genau so. Und da kommen solche Gedanken, wie du gerade schon formuliert hast, das fast schon Mordgedanken. Ich überfahre die, wenn ich die irgendwo sehe. Egal, irgendwas, wenn ich sie sehe, ich könnte da nur noch draufhauen. Mhm. Ich habe Hass. Was sagt denn, wer ist der Vater des Kindes? Hast du mit dem Kontakt? Wir haben uns am Montag selber auch getrennt. Mhm. Weiß er schon davon? Er weiß es, daraufhin haben wir uns ja auch erstmal getrennt, weil er braucht seine Ruhe, ich brauche meine Ruhe. Daraufhin habt ihr euch getrennt? Auf Zeit erstmal. Aber warum? Eigentlich hält man doch dann besonders zusammen, wenn so etwas Schlimmes passiert ist. Ja, aber das ist momentan so bei uns besser, weil wir haben uns auch davor nicht mehr so richtig verstanden. Ach so, verstehe. Aber er muss ja auch einen... Wolltet ihr das Kind haben? Wir wollten das haben. Ihr wolltet es haben. Mhm. Habt euch beide darauf gefreut? Genau, weil ich hatte davor immer... Ich hatte schon 4 Fehlgeburten gehabt. Die sind aber immer in der 11. Woche dann abgegangen. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, ja, jetzt bin ich im 6. Monat und diesmal klappt es auch. Mhm. Und dann zerstört meine Schwester mein ganzes Leben damit. Das macht das Ganze ja noch dramatischer, wenn man sich vorstellt, du hast schon 4 Fehlgeburten gehabt und dann passiert so etwas. Genau so. Also sie gehört hinter Schloss und Riegel, die Frau. Ja. Erstmal. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du für dich Hilfe brauchst, seelisch damit umzugehen. Damit kann man doch nicht alleine fertig werden. Nee, ich ziehe mich zurück, ich rede mit keinem, ich... Mhm. Ja, oder es passiert sogar irgendetwas, dass du dich wirklich in etwas hineinsteigerst und etwas tust, was dein ganzes Leben zerstören würde. Ja. Und das darf nicht passieren. Nee. Das darf nicht passieren, Nicole. Das ist sie nicht wert, dass du irgendetwas tust, wofür du dann wiederum büßen musst, dein ganzes Leben. Mhm. Ich kann das verstehen, dass man emotional jetzt so aufgebracht ist. Das kann jeder verstehen. Ja, gut, die steht vor mir, die lacht immer noch darüber. Weiß sie denn, was sie angerichtet hat? Sie weiß es, aber sie hat gesagt, du brauchst keine Kinder. Du hast keine verdient. Das heißt, ihr habt nachdem das Kind tot geboren worden ist, nochmal miteinander geredet? Weil meine Mutter mitgeteilt hat, dass ich eine Anzeige gemacht habe, soll ich denn noch einmal vorbeikommen, um reden, dass ich die Anzeige dann zurückziehe. Ja. Und dann habe ich gesagt, so nicht. Ja. Die Mutter ist vorbeigekommen. Ja. Mhm. Und dann hat meine Mutter noch zum Schluss gesagt, sie hat eine Schwester das Richtige getan. Unfassbar. Aber du hast mit der Schwester persönlich nicht nochmal gesprochen danach? Nee, gar nichts mehr. Ach so, weil du gerade gesagt hast, sie hätte gesagt, du verdienst gar keine Kinder. Das hat sie dabei gesagt, montags schon. Ach, während sie das getan hat? Ja. Unfassbar. Und die Mutter hält auch nicht zu dir? Nee. Mhm. Ich sag ja, das ist nicht meine Mutter, obwohl ich gleich auf dem Zettel, das ist meine Mutter, aber meine richtige Mutter ist die Freundin, wo ich bin. Mhm. Also Nicole, das tut mir entsetzlich leid und das ist wirklich wahrscheinlich überhaupt nicht zu ermessen für jemanden, der nicht das selbst erfahren hat, was du jetzt gerade durchmachst. Ich finde 2 Sachen ganz wichtig. Die eine Sache ist, ich finde richtig, dass du sie angezeigt hast, dass das schon mal ins Laufen kommt. So. Das zweite ist, du darfst auf keinen Fall etwas tun, was du hinterher bereuen würdest oder was dein Leben kaputt macht. Das darf nicht passieren. Lass die Finger von der Frau. So, und das dritte ist, und da werden wir dir jetzt behilflich sein, dass du eine Hilfe bekommst. Das kann man nicht alleine schaffen, sowas. Ja? Das läuft jetzt so, dass du legst jetzt auf und dann rufen wir dich, das heißt meine Psychologin, nochmal an und beraten gemeinsam, wie wir dir recht schnell eine Hilfe organisieren können. Mhm. Damit du sprechen kannst, damit du einen Ansprechpartner hast. Okay. Ja? Alles Gute von ganzem Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft diese Nummer an, 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Morgen ist Samstag und morgen ist wieder Promi-Tag bei Domian. Morgen Abend um 11:45 im WDR-Fernsehen ist mein prominenter Gast Ralf Morgenstern, der Kultklatscher. Der Klatschpapst des deutschen Fernsehens ist bei mir zu Gast. Ihr könnt wieder mitmachen und anrufen und euch auch mit meinem Gast, also morgen mit Ralf Morgenstern, unterhalten, ihm Fragen stellen, wenn ihr das gerne möchtet. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden zu der Sendung unter
domian@wdr.de oder morgen eine Stunde, bevor die Sendung losgeht. Die Sendung geht um 11:45 im WDR-Fernsehen los. Morgen Abend sind auch unsere Leitungen wieder geschaltet unter der bekannten Telefonnummer. Und da kann man auch schon anrufen. Morgen eine Stunde vor Sendebeginn, nämlich um 11:45 beginnt die Sendung und eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet, könnt ihr anrufen. Also Stargast morgen, Ralf Morgenstern bei mir. Und hier ist Jörg und Jörg ist 24 Jahre alt. Hallo Jörg. Hallo Domian. Ja, guten Tag, guten Morgen. Ja, ich habe eine große Leidenschaft. Du hast eine große Leidenschaft. Jetzt mach bitte mit Leidenschaft mal den Fernseher und das Radio ganz leise. Ja, mach ich. Ne, das ist schon mal ein schöner erster Schritt. Genau. So. Also. Und jetzt kommen wir zu deiner ganz großen Leidenschaft. Ja, und zwar Boller ich. Du bollerst? Ich boller ich. Bollei? Bollern. Bollern, was ist Bollern? Ja, das man liegt im Bett, man entspannt sich, man zelebriert das. Und ja, ich schalte dann ein Radio an oder so, ich liege auf dem Bauch. Ja. Aber das möchte ich am besten am liebsten am Schluss erklären. Ja. Wie man das genau macht, vielleicht machen das ja ein paar Leute nach. Ja. Also es ist eine Art Entspannung. Ja, aber ich muss erstmal verstehen, pure Entspannung. Ja, aber noch habe ich nicht verstanden, was das genau ist. Also man liegt auf dem Bauch. Man liegt auf dem Bauch. Und man dann? Man kreuzt die Arme vor sich. Man kreuzt die Arme vor sich? Nee, nicht so. Man hoch. Man nimmt das Kopfkissen. So. Nee, man nimmt das Kopfkissen, man liegt auf dem Bauch. Ja. Und dann kreuzt man die Arme. Kreuzt man die Arme. Ich weiß nicht, wie du meinst. So? Genau, so, ja, nicht ganz so. Ja. So, dass man auf der Elle bollert. Ich weiß genau, nicht. Genau, genau. Und das Kopfkissen hat man so dazwischen. Ja, okay. Und dann? Und dann, ja, dann führt man den Kopf auf dem Kissen und dann macht man immer so rhythmische Bewegungen. Also man haut mit dem Kopf immer auf den Kopfkissen. Und das nennst du Bollern? Das ist Bollern. So. Kannst du mich sehen? Ja. Ist das richtig, so in etwa? Das ist so, ja, so eine Art richtig. Und dann ist man so wie in Trance, so nach einer Viertelstunde oder so. Ja. Dann ist man so in Trance, dass man so wunderbar einschlafen kann. Wie viel Zentimeter gehst du denn so in die Luft? Ja, so 5 bis 10 Zentimeter. 5 Zentimeter. Und haust dann immer so auf die Arme, ne? Auf die Arme, aber man hat das Kopfkissen natürlich. Da Kopfkissen ist die Abfederung. Genau. Und dann ballert man mit dem Kopf immer so auf die Arme beziehungsweise auf das Kopfkissen. Genau, und dann hat man Musik im Hintergrund und dann geht man eben mit der Musik dann irgendwie so mit. Das ist richtig entspannend. Und das ist so dein Abendentspannungstraining? Und ja, das mache ich schon seit ich 6 Jahre alt bin. Nein, und du hast es dir auch genauso überlegt, dass es so heißen könnte, bollern? Ja, das hat mein Vater damals gesagt. Ja. Der hat mich gefragt, was machst du eigentlich da? Ja, hätte ich auch gefragt. Ja. Der Kleine bollert. Bin ich so auf den, bitte? Der Kleine bollert. Ja. Ja. Der Papa hat dann gesagt, boller nicht so, oder? Nee, ich hab das dann gesagt. Ach, du Papa hast hat das dann gefragt, was ich dann mache. Und dann ist mir der Entschluss gekommen, ich bollere. Das ist ja lustig. Und jetzt bist du 24 und seit den frühen Kinderzeiten hast du dir das so angewöhnt. Ja. Könnte man auch unter dem Thema Marotten und Macken abbuchen, ne? Jeder hat ja irgendwie so eine eigene Art und das ist deine eigene Art. Ich sehe das als Leidenschaft irgendwie. Ja. Ich sehe das als Entspannung, als pure Entspannung ab. Man kann da Frust Wie lange musst du denn bollern, bis du eingeschlafen bist? Also das variiert immer. Sagt mir noch nicht so viel. 5 Minuten, eine halbe Stunde? Also 5 Minuten auf gar keinen Fall. Also das ist bei mir eine Prozedur von einer halben Stunde bis einer Stunde. Also wenn das ein Fremder sieht, der würde ja auch denken, der hat einen kleinen Riss in der Birne, ne? Ja, also meine Freundin, die kriegt das auch nicht mit. Also die weiß davon auch gar nichts. Ich mache das eigentlich nur, wenn ich alleine bin. Ach so, du bist in einer festen Beziehung? Ja. Wie lange schon? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Und die Freundin kriegt das nicht mit? Nee. Das heißt, wenn ihr beide zusammenschlaft, bollerst du nicht? Nee. Aber dann, ich könnte mir vorstellen, wenn man irgendetwas so immer macht, ist man so dran gewöhnt, dass wenn man das dann nicht macht, man gar nicht gut einschlafen kann. Ja, ich kann auch dann nicht so richtig gut einschlafen. Aber dann kuschel ich mich schön gemütlich an ihr ran oder ich höre auch noch Musik im Hintergrund oder so und dann fallen irgendwann die Augen zu. Also dann ersetzt die Freundin das Bollern? Ja, sozusagen. Und warum hast du es deine Freundin? Ist es ja nichts Schlimmes, das hättest du deine Freundin noch mal erzählen können. Ja, die weiß das auch. Ach so. Und warum machst du es dann nicht in ihrer Anwesenheit? Aber ich habe ja das nur kurz angeschnitten, das Thema. Also das habe ich nicht großartig ausgeschnitten, weil ich doch irgendwie so ein bisschen eitel bin. Eitel? Ich habe auch einen hochbezahlten Job und ich model nebenbei an meiner hochbegabten, also in meiner angesagten Modelagentur. Na gut, das widerspricht sich ja alles nicht. Und deine Freundin könnte ja sagen, okay, das ist ja so seine Macke, er bollert halt abends, dann kann er auch bei mir, wenn er neben mir schläft, bollern. Aber das ist ja unangenehm, oder wie?
Ja, sieht ja auch ein bisschen komisch aus, ne? Vielleicht ist es, vielleicht schämt man sich da auch ein bisschen. Ja, genau so sehe ich. Wie war es denn so früher, wenn du mal auf Klassenfahrt warst oder ich weiß nicht, ob du bei der Bundeswehr warst? Warst du bei der Bundeswehr? Ich habe Zivildienst geleistet. Zivildienst, okay. Aber wenn man irgendwie mal mit anderen Leuten unterwegs ist, dann lässt du es auch sein. Ja. Ja. Ja, also ich finde das. Das damals, ich habe bei Fortuna Düsseldorf in der Jugend gespielt und da sind wir mal weggefahren und auf einmal kam dann der Trainer rein. Ja. Also da ist das mal einmal passiert, da konnte ich nicht innehalten, weil wir 2 Wochen weggefahren sind. Ja. Und, aber das war irgendwie dann doch schon ein bisschen. Und der Trainer, was hat der Trainer gesagt? Ja, der kam ganz erschrocken rein, weil er das vom anderen Zimmer gehört hat. Ja. Ja, man hört das ja nicht so sehr, ne? Das ist ja nur so ein kleines Geräusch. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Das ist so eine pure Entspannung, Domian. Ja, glaube ich. Glaube ich. Das solltest du auch mal versuchen. Ich kann heute Nacht mal ein bisschen bollern. Ja. Weißt du, ich glaube nur, dass mir dabei schwindelig würde, wenn ich da ganz lange den Kopf immer hoch und runter wippen würde. Das ist so wie ein Trance. Du schläfst dann wie ein Trance dann ein. Ja. Da ich ja immer Einschlafschwierigkeiten habe, solltest du das mal versuchen? Wäre das Bollern vielleicht mal eine neue Methode. Oder eine andere Alternative, genau. So, genau. Ja, mein lieber Jörg, jetzt habe ich ja wieder was ganz Neues erfahren. Habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, vielleicht, wenn es andere Leute noch gibt, so in Deutschland oder so, die könnten mir gerne schreiben, die das auch machen. Möchtest du gerne Kontakt haben, ne, zu anderen, ja, Bollern? Gerne. Aber die werden das wahrscheinlich ganz anders nennen. Aber egal, die haben es jetzt oder kapiert. Das. Ja. Gut, Jörg, alles Gute und alles Liebe. Ja, und wie macht man das dann jetzt mit der Adresse oder irgendwie? Wir haben ja, wenn da irgendwas kommt. Ja, wenn da irgendwas kommt, wir haben ja deine Telefonnummer, rufen wir dich an und dann wird das schon gut organisiert. Domian, dann habe ich noch eine Frage an dich. So, ist das ja. Ist eigentlich Domian dein Nachname oder dein Künstlername? Nee, ist mein richtiger, ganz normaler Familiennachname. Echt? Ja, alles echt, nix künstlich oder künstlerisch oder so. Ach. Ja, alles klar? Alles klar. Okay, Domian. Tschüss. Jo, tschüss. Hans-Peter, 30 Jahre alt. Hallo Hans. Peter. Hallo Domian. Hans-Peter. Ja, ohne ja. Hans. Ohne Hans. Einfach ja. Nur Peter. Oder HP. HP, na sag mal Peter. Okay. Peter, 30 Jahre alt, hat mich angerufen. Ich habe dich angerufen, ja. Nochmal in Ergänzung zu dem Thema gestern, plötzlicher Tod. Ja. Und zwar ist vor 10 Jahren mein Vater gestorben unter ziemlich, naja, ich sag mal ungeklärten Umständen. Mhm. Was ist geschehen? Also es war ein Tag vor meinem mündlichen Abitur und mein Vater war Kapitän und der ist bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen. Auf See oder auf dem Fluss? Zur See. Zur See. In der Nordsee. In der Nordsee? Ja. Ja. Und was ist da genau passiert? Weißt du das? Es ist so gewesen, dass morgens, ich glaube gegen 4.30 Uhr oder 3.30 Uhr, das Schiff plötzlich gekentert ist. War schwere See oder? Ja, es ist so ein Spezialschiff, was man benötigt, um Pipelines zu bauen. Und darin befindet sich, weil man ja so eine gewisse Fahrrinne auch ausbaggern muss, dieses Baggergut. Und das ist halt, dieser Schlamm ist sehr träge. Ja. Und man hat auch, weil man diesen Fall ja auch dann untersucht vor dem Seeamt und dem Oberseeamt, Versuche gemacht und gesagt, dass wohl diese Ladung sozusagen irgendwie in Bewegung gekommen ist, weil sie so träge ist, hat sie quasi das Schiff mit rumgerissen. Also das Meer war völlig normal wahrscheinlich und es lag ja, dann es war Sommer, ja. Und es lag dann an der Ladung. Ist das, also, ist das Schiff gesunken? Wie viele Leute waren da noch drauf? Also es waren 5. Ja. Und 2 haben davon überlebt und 3 sind ertrunken, wobei mein Vater dann auch erst 3 Wochen vermisst war. Ja. Die Überlebenden, hast du mit einem von diesen Überlebenden mal gesprochen? Kurz, also die mussten ja auch aussagen, weil ja die Seeamt, also das ist kein Gericht, sondern eine Behörde, die dann feststellt, was die Ursache gewesen sein könnte. Und daraufhin ermitteln dann auch die Gerichte und die Staatsanwaltschaften. Ja. Und das war eben das Mysteriöse, dass der Kapitän, also mein Vater ist auf diesem Schiff als erster Offizier gewesen, der hat überlebt und gesagt, mein Vater hätte Wache gehabt, um so auch vielleicht mögliches schuldrelevantes Verhalten, sage ich mal, auf ihn zu schieben. Auf ihn zu schieben. Ja. Und also weiß man bis heute nicht, unter Umständen nicht wirklich, was passiert ist. Was, also wer in der Nacht wirklich auf der Brücke war oder zu dem Zeitpunkt. Und mein Vater ist zum Beispiel unbekleidet gefunden worden. Nach 3 Wochen, sagst du? Nach 3 Wochen. Unbekleidet? Unbekleidet. Wie kommt das? Tja, also... Eigentlich müsste er oder... Zumindest Schuhe noch angehabt haben. Zum Zeitpunkt des Unglücks war er... hat er da im Bett gelegen? In einer Koje oder war er richtig im Dienst? Also er hatte Wache gehabt, das heißt, er hat sozusagen mit einem weiteren, der auch überlebt hat,
soll er sozusagen das Schiff dann gerade gesteuert haben. Aber das macht ja dann keinen Sinn, wenn er unbekleidet war. Eben. Oder ist das möglich, dass durch Wasser oder durch Tiere irgendwie die Kleidung... Ja, aber zumindest müsste er dann noch Schuhe angehabt haben. Mhm. Er war komplett nackt. Ja. Mhm. Und ich glaube, das auf Unterwäsche. Ja. Und wo hat man ihn nach 3 Wochen gefunden? Im Bad vor Wilhelmshaven. Mhm. Wann hast du die Nachricht bekommen, dass es in der Nacht passiert, sagst du? Ja, also es war so, ich wollte lernen fürs mündliche Abi. Mhm. Und bin eigentlich relativ spät schon aufgestanden und habe mir Kaffee gemacht und meine Mutter war einkaufen. Mhm. Und dann habe ich das Radio angemacht und dann kam halt so eine Meldung, dass dort was passiert sei. Ja. Und ich habe mir eigentlich noch gedacht, das wären vielleicht Segler gewesen, weil das ja häufiger leider mal passiert. Ja, ja. Und dann kam meine Mutter schon zur Küche herein, ganz aufgebracht, weil sie es wohl im Radio gehört hat. Mhm. Und hat dann versucht... das war so 12 Uhr mittags, an Bord anzurufen auf Autotelefon und da war dann schon halt, dass der Teilnehmer nicht zu erreichen war. Moment, aber das ist, wann ist das passiert? Das vor 10 Jahren. Nee, um wie viel Uhr ist das passiert? Wann ist morgens um 4.30 Uhr. Morgens um 4. Und ja. Mittags wusstet ihr noch nicht Bescheid? Mittags wussten wir noch nicht Bescheid. Da wussten die Behörden noch lange und das Radio wusste ja auch schon Bescheid. Ja, ob man uns nicht erreicht hat oder ob man vielleicht schon versucht hat anzurufen, jedenfalls. Wie Wahnsinn, das heißt, ihr habt quasi indirekt die Todesnachricht eures Vaters übers Radio erfahren. Genau, und dann haben wir, hat meine Mutter sich umgedreht und ich mich auch und dann stand schon unser Kaplan in der Tür mit jemandem von der Firma. Hm. Und da, ja, ist es Wie alt ist dein Vater geworden? 48. Hm. Wie hast du das... Da in dem Moment, als dann die Leute vor der Tür standen, wie hast du das aufgenommen? Ja, das war irgendwie so, also ich weiß noch in 3 Wochen, das ist alles irgendwie an einem so vorbeigezogen. Hm. Also das war wirklich so, ja, richtig aus dem Leben gerissen. Ja, wobei ich mir das dann besonders alles dramatisch vorstelle. Du warst in deinem Abiturstress. Hast du dein Abitur machen können? Also unser Kaplan hat gleich angerufen. Und dann hat die Schule das verschoben. Es war damals noch so bei uns, wir hatten schon die Ergebnisse der schriftlichen Klausuren, ich hatte es praktisch schon in der Tasche, es ging noch um die Endnote. Ja, ja. Mhm. Und ich habe es dann aber trotzdem während der Zeit gemacht, als mein Vater noch vermisst war. Mhm. Diese Wochen stelle ich mir auch sehr schwer vor für eine Familie, wenn dann der Angehörige vermisst ist. Man denkt, er ist irgendwo im Meer. Was habt ihr geglaubt? Habt ihr geglaubt, dass man ihn irgendwann nochmal findet? Oder hattet ihr schon gedacht, na jetzt, er ist wirklich für alle Zeiten weg? Nee, also man klammert sich an jeden Strohhalm. Mhm. Also es gehen einem wirklich so, ja, ich will nicht sagen absurde Fantasien, aber doch schon alle Möglichkeiten durch den Kopf. Also überlebt in der Luftblase. Man hat dann, wir haben dann auch gleich den Fernseher eingeschaltet. Da war es dann auch schon auf Sat.1 so ungefähr, als wir es erfahren hatten. Mhm. Und da hat man das gekenterte Schiff, das lag ja sozusagen umgekehrt im Wasser, nach Bremerhaven gezogen und dann haben wir gedacht, vielleicht ist er noch drin oder vielleicht hat er irgendwo, also eine Verletzung, hat er das Gedächtnis verloren oder was, man hat ihn schon gefunden, also man aber als dann noch alle Optionen, denkt man sich aus. Ja, aber als dann ein paar Tage vergangen waren und ihr mitbekommen habt, dass er auch nicht mehr in dem Schiff war, war dennoch irgendwie eine Hoffnung, dass er irgendwie überlebt hat, dass er irgendwo hingeschwommen ist oder irgendwas? Ja, so ein bisschen, aber es wird dann halt weniger von Tag zu Tag. Von Tag zu Tag, ja. Also als, wirklich so, als wenn man sich irgendwo festhält und dieser halt einem so langsam aus der Hand gezogen ist. Als man dann deinen toten Vater nach 3 Wochen gefunden hat im Watt, war das in gewisser Weise eine Erleichterung, zumindest dass man ihn gefunden hat? Also, so schlimm es ist, aber... Also man kann dann besser mit dem Unglück umgehen, wenn man denjenigen, wenn er auch verstorben ist, dann weiß, dass er da ist, als wenn er irgendwie unauffindbar im Meer verschwunden wäre. Also, ja, es ist erstmal so von der Verarbeitung leichter, weil, also bei uns im Ort gab es schon mal einen Kapitän, der ist bis heute nicht gefunden worden. Mhm. Und also das ist, glaube ich, sehr grausam, wenn man quasi auch kein Ziel hat, wo man trauern kann auf dem Friedhof oder so. Also wenn man quasi vor einem leeren Grab steht. Ja. Ist dein Vater dann auf im Friedhof bestattet worden? Ja, nach 3 Wochen. Ja. Und also es gab dann nicht eine, ich meine, wenn er so dem Meer verbunden war, keine Seebestattung oder nee. Das gab es nicht. Das gab es nicht. Nee. Gut, er war wirklich dem Meer sehr verbunden, aber obwohl ich muss sagen, also je länger ich drüber nachdenke oder je mehr Zeit vergeht, hat eigentlich auch so
komisch das vielleicht klingen mag, das Ganze auch irgendwie so eine Seite bekommen, dass ich halt auch viel durch Freunde und auch durch den wirklich den ganzen Ort hier ja so Solidarität erfahren habe. Mhm. Also es hat zum Beispiel während der 3 Wochen eine Vermisstenmesse gegeben. Mhm. Das gibt es eigentlich in der Liturgie nicht und da hat sich unser Kaplan auch über den Willen des Bischofs hinweggesetzt. Mhm. Und es war wirklich so, dass die Kirche auch zum Bersten voll war. Ja. Also das heißt, das ist schön, dass du das so erzählst, weil manchmal hört man ja auch, dass die Menschen sich dann abkehren oder unsicher sind und die die Hinterbliebenen dann auch alleine zurücklassen. Das ist dann nicht in eurem Fall gewesen. Das heißt, Hilfe, Unterstützung gab es durch die Gemeinde, durch die Kirche, durch die Nachbarschaft. Ja, also auch durch meine Freunde halt. Also nicht so, dass sie es immer so sagten oder so, aber dass sie mir halt das Gefühl haben, dass sie da sind. Nun ist das Ganze ja schon doch recht lange her. Aber lange ist immer ein relativer Begriff bei solchen schweren Unglücken. Und das war damals für dich ja auch ein wahnsinniger, nicht zu beschreibender Schock für dich und deine Familie. Bist du das einzige Kind oder gibt es noch? Nee, ich habe noch Geschwister. Du hast noch Geschwister. Also gut, für deine Familie, für deine Mutter und die Geschwister. Dennoch die Frage, kannst du so eine Zeit sagen, nach der du das einigermaßen so für dich überwunden hast oder verarbeitet hast? Nach wie vielen Jahren? Ja, also es eine Zeit vielleicht nicht, aber es fängt irgendwann, hat man dann halt nach all den Jahren, wie ich gerade schon sagte, auch diese schönen oder positiven Erfahrungen, diese Solidarität im Blick oder auch das Gefühl der Dankbarkeit, dass man eben halt auch einen Menschen hatte wie mein Vater. Aber so ganz verarbeitet ist es letzten Endes noch nicht, weil eigentlich die Wahrheit noch nicht ans Licht gekommen ist. Und die kommt wahrscheinlich auch gar nicht ans Licht, ne? So wie du es gerade erklärt hast. Ja, es gibt Gerüchte, dass der Kapitän, also die Firma ist auch nicht gerade nett mit uns umgesprungen, die haben uns gleich schon am Tag nach dem Unglück aus der Krankenkasse gemeldet. Gerüchte, dass der halt wohl schwer krank sei und naja, wir hoffen, dass er vielleicht dann nochmal irgendwann sein Gewissen erleichtert. Ach so, dass er vorher noch spricht und das wäre für euch dann auch nochmal eine Hilfe, wenn das ganz aufgeklärt wäre. Richtig. Ist das für dich oder auch für deine Familie so ein Kreislauf, dass du denkst, es ist zwar alles ganz schlimm und ganz, ganz furchtbar und eine Katastrophe, aber irgendwo ist er da gestorben, was seine Leidenschaft war, nämlich das Meer. Ist ja schon seltsam, ne? Und ja, das ist schon, also das stimmt. Ich komme auch aus einer Seefahrerfamilie rein. Und klar, man irgendwo in Ausübung des Berufes, das wäre ungefähr so, ich sag's mal, klingt gleich ein bisschen makaber, als wenn der Schornsteinfeger vom Dach fällt. Oder der Förster am Wald ist vielleicht ein schöneres Beispiel. Also klar, das ist schon irgendwo, hat schon Symbolkarte. Also Peter, ich wünsche dir und deiner Familie, dass wenn es noch eine Klärung geben sollte, dass ihr davon auch Bescheid bekommt und sollte dieser Mensch noch etwas zu sagen haben, dass er es vor seinem Tode sagt. Richtig, also ich wollte halt auch zum Ausdruck bringen, dass es neben all dem Leid auch halt durch die Hilfe der Freunde oder so auch irgendwo positive Erfahrungen. Das ist sehr schön, dass du es sagst und sehr schön zu hören, auch so etwas mal zu hören. Richtig. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Dankeschön. Okay. Helmut, 50 Jahre alt. Hallo Helmut. Ja. Hallo. Ja, und neben dir irgendwie ist auch Bettina, die ist 44, stimmt das? Ja, das ist richtig. Also fangen wir mit dir an, Helmut. Um was geht's denn? Ja, ich habe keine Lust mehr, mit meiner Frau zu schlafen. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Ja, 20 Jahre verheiratet, 20 Jahre verlobt. Also eine ganze lange Zeit schon? Ja. Und seit wann ist diese Lustlosigkeit zu bemerken? Ja, seit 5 Jahren schon. Und wie gehst du damit um? Heißt das, dass ihr gar keinen Sex mehr habt? Oder? Ja, heuer war es einmal, das war im April. Dieses Jahr war es einmal, im April? Ja. Ja. Und das liegt an dir und nicht an Bettina, nicht an deiner Frau? Nein, das liegt an mir. Wie kommt das? Kannst du es erklären? Ja, weil ich brauche einfach, manchmal macht sie, ruft sie 0800-Nummer an auf Sex-Hotline, das stört mich dann an. Dann will ich schon, aber das tun sie wieder ab. Ja. Wie kommt das, wenn du mit ihr ganz alleine bist, dass du keine Lust auf sie mehr hast? Das weiß ich selbst nicht, aber... Ja, wahrscheinlich ist es die lange Zeit und das lange Kennen.
Ja, ja, dass man sich vielleicht schon, man hat 100.000 Mal das schon getan und das dann irgendwann, ja, wenn man so sagt. Das kann auch sein, weil wir immer ganz frisch beisammen waren, da haben wir so ein Personalzimmer gehabt in einem Hotel. Mhm. Und da war gegenüber von uns eine Kollegin von ihr. Mhm. Und da hat sie gemacht mit einem Kerl und wir auch zusammen. Mhm. Und vielleicht kommt das dann, das hat mich schon früher da angetürnt. Ach so, das ist aber schon sehr lange her. Ja, oder? Das ist schon. Sehr lange her. Ja. Gib mir doch mal bitte die Bettina. Ja. Wir reden gleich weiter. Mhm. Mhm. Ja, hallo. Hallo Bettina. Ja, grüße dich. Jetzt habe ich gerade gehört, was bei euch los ist. Ja. Der Helmut hat es mir erzählt. Das ist ja für dich, wenn du andere Bedürfnisse hast, so habe ich es gerade verstanden, du hast schon Lust mit ihm zu schlafen. Bitte? Ich sag, du hast schon Lust mit ihm zu schlafen, ne? Natürlich. Ja, dann ist das für dich ja eigentlich eine schwere und schlimme Situation und Lage im Moment. Ja, ganz schlimm. Hm. Wie empfindest du das, dass er nicht mehr mit dir schlafen kann oder will? Es ist einfach, ich denke, er hat mich nicht mehr lieb. Hm. Und ich bin zu fett. Hm. Ja, genau, man denkt dann sicher auch, ich bin gar nicht attraktiv für den anderen, ne? Ja, genau. Hm. Und ich bin nämlich schön genug. Ja. Und so weiter. Mhm. Er ist sehr selten, muss ich ehrlich sagen, zärtlich zu mir. Also mhm. Entweder er geht ins Bett ohne mich. Ja. Oder ich gehe ins Bett ohne ihn. Ja. Oder wenn wir mal zusammen gehen, dann dreht sich jeder um und ich lese, er liest. Mhm. Aber mit Kuscheln ist nichts. Ja. Aber ihr habt ein gemeinsames Schlafzimmer. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Er hat gerade gesagt, dass das letzte Mal dieses Jahr habt ihr im April miteinander geschlafen. Ja. Wie war das? War das okay, schön? Oder eher und doch war, so eine Zwangsnummer? Nee, es war super für mich. Und ich muss sagen, ich habe mit meiner Schwägerin geredet. Mhm. Und mit der ich mich sehr gut verstehe. Und habe ihr das erzählt. Mhm. Und er kam zu ihr. Und ich habe den Helmut auch gesagt, was ich meiner Schwägerin erzählt habe. Ja. Und dann ging er zu ihr und ja, sie hat gemeint ungefähr, ich habe auch Gefühle und sollte er respektieren oder sollte er einsehen. Ja. Nicht nur auf sich schauen. Mhm. Und ja, das waren dann eigentlich 4 super tolle Wochen. Ja, aber das hat dann wieder nachgelassen. Ja, von einem Tag in der Richtung auf dem anderen war es dann wieder weg. Mhm. Aber das waren, ihr habt nicht 4 Wochen miteinander jeden Tag geschlafen, sondern nur einmal miteinander nur geschlafen. Nur einmal und da kam so oft Porno im Fernsehen und ich habe da schon geschlafen und dann kam er rüber ins Schlafzimmer. Ja. Und ja, dann hatten wir Sex. Achso, das heißt, er hat sich ein bisschen Appetit geholt im Fernsehen. Ja. Und ja, er hat ja mir gerade schon was erzählt, was da vor vielen Jahren, vor langer Zeit mal passiert ist. Das ist ja vielleicht ein Gedankenanstoß, wo man da ein bisschen mal weiter nachgehen sollte. Ich muss erstmal nochmal vorab fragen, habt ihr beide euch denn noch richtig lieb? Also, ich habe ihn, ehrlich gesagt, ganz toll lieb. Ganz toll. Ja, ich würde alles für ihn tun. Ja, jetzt gibt's, das muss ich als Original von Helmut, muss ich seine Meinung. Gib ihn mir mal eben rasch und dann reden wir gleich weiter. Ja, okay. Mhm. Ja, hallo. Also Helmut, die Frage war gerade, habt ihr beide euch noch richtig lieb? Ja, ich habe sie genauso lieb wie sie. Das ist eine gute Voraussetzung. So, jetzt gibst du mir nochmal die Bettina, weil ich hier gerade noch was sagen wollte. Ja, okay. Ja. Ja, also das finde ich schon mal, ist das Allerwichtigste, Bettina. Dass ihr beide so von Herzen, das war richtig nett und rührend gerade, wie ihr das gesagt habt. Also beide habt ihr euch richtig lieb. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist gegeben. Da ist nur jetzt ein bisschen die Luft raus, was die Sexualität anbelangt. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir da Wind rein und ein bisschen Würze in die Suppe? Ne? Mhm. Eben. Er hatte mir gerade was erzählt, was vor 10, 20 Jahren mal passiert ist. Ne? Hast gerade mitgehört? Ja. Jetzt sage ich mal ganz verwegen, sage ich mal was. Wäre es für dich denkbar, eure Sexualität ein bisschen aufzubrechen und vielleicht, dass ihr beide mal in einen Swingerclub gehen würdet? Also, habe ich eigentlich nicht daran gedacht. Muss ja nicht sein. Ich frage nur mal einfach, um so ein bisschen abzutasten.
da ist eine ganz andere Atmosphäre, da kriegt man vielleicht auch noch andere Eindrücke. Ihr müsst ja nicht gleich mit allen, mit jedem mit jedem, sondern dass ihr erstmal alleine dorthin geht als Paar und lasst euch mal ein bisschen inspirieren von all dem, was da passiert. Mhm. So grundsätzlich sagst du da, ist auf keinen Fall etwas für mich, oder sagst du, naja, könnte man drüber nachdenken? Ja, man könnte drüber nachdenken. Ja. Wenn es nachher klappen würde. Wenn es nachher klappen würde, genau, ja, ja, ja. Das könnte ja durchaus sein. Also, wenn er schon, wie du gerade gesagt hast, er hat einen Porno im Fernsehen gesehen und danach hat es geklappt. Ja, damals, aber später mehrere Pornos gesehen und dann... Hat es nicht mehr geklappt. Nee, kann man... Ja, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Und dann hat er erzählt damals die Geschichte, als da verschiedene Leute miteinander geschlafen haben vor 20 Jahren. Oder ist es noch länger her, dass ihn das auch angemacht hat. Ne? Hat er gerade so erzählt. Mhm. Ja, stimmt. Ne? Und da kam mir gleich die Idee, Mensch, vielleicht sollten die ein bisschen aus ihrer Beziehung rausgehen, aber gemeinsam rausgehen und in einen etwas öffentlicheren Raum, nämlich in so beispielsweise einen Swingerclub. Oder könntest du dir vorstellen, dass ihr vielleicht irgendwie ein anderes Paar euch sucht, mit dem ihr das eine oder andere sexuell ausprobiert? Haben wir auch schon gemacht. Habt ihr schon gemacht? Ja. Ah ja. Und das hat aber auch nicht geholfen? Nee, also, weil... von den einen, die Freundin, ja, auf einmal total hysterisch geworden ist. Ach so. Und stand dann auf und ich bin auch aufgestanden, weil ich habe gedacht, ja, was hat sie jetzt? Und war so eifersüchtig. Ach so. Ja, dann war es das falsche Paar. Ja. Aber ich merke schon, dass ihr und auch du offen bist für solche Sachen. Ne? Generell, sonst hättest du ja gesagt, nee, mache ich gar nicht. Bitte? Ich habe schon gemerkt, dass du und ihr offen seid für solche Sachen. Ja, oder es war so, also wir haben schon ein paar Mal zu dritt gemacht. Ah ja. Und wer war der Dritte dann? Oder die Dritte? Auch irgendjemand auf der Hotline. Ah so. Ah ja, also da seid ihr aber schon aktiv. Ja, nur bei mir ist so eben, wenn ich mit dem anderen geschlafen habe, oder er hat mich gestreichelt, das war für mich auch sehr schön. Mhm. Aber wenn dann mein Mann zugeguckt hat, das war irgendwie peinlich für mich. Ah ja. Ich muss ehrlich sagen, es war, wenn er dann mal kurz rausgegangen ist, mein Mann hat eine geraucht, ja, dann konnte ich mich so richtig auf den anderen konzentrieren. Ah ja. Das ist wichtig. Ich finde, dass man das alles besprechen muss. Das muss man alles sagen. Auch wenn ihr beispielsweise das mal mit dem Swingerclub ausprobieren wollt, würde ich an eurer Stelle auch erstmal nur hingehen und mal gucken. Und dann gemeinsam darüber sprechen, was so für euch, für jeden von euch das Angenehmste ist. Damit es jedem Spaß macht. Dass man sich nicht schämt, wie du es gerade gesagt hast. Ich würde mal diesen Weg nochmal ausprobieren, Bettina. Mhm. Man muss alles testen, wenn es nichts ist, dann lässt man es halt wieder sein. Aber man kann ja sagen, ich habe das ausprobiert. Vielleicht kriegt man da wieder ein bisschen Wind in eure Sexualität hinein. Gibst du mir denn netterweise den Helmut nochmal? Natürlich. Ja, und tschüss Bettina, alles Liebe. Tschüss. Jürgen. Ja, was gibt es noch? Also Helmut, hast du mitgehört, was ich gesagt habe? Nein, ich habe nicht mitgehört. Also meine Idee ist jetzt für euch beide, nun habe ich ja einiges schon erfahren, vielleicht wäre es gut für euch, wenn ihr mal in einen guten, der euch gefällt, einen guten Swingerclub gehen würdet. Mhm. Ja, ich würde schon gehen, aber ob sie geht, weiß ich nicht. Ja, aber sie hat gerade gesagt, so abgeneigt wäre sie gar nicht. Ja. Ne? Also, warum nicht? Also, man kann es ja ausprobieren. Wenn es nichts für euch ist, dann lasst ihr es halt sein. Ja. Und mach es vorsichtig. Ich glaube, die Bettina ist schon ein bisschen empfindlich. Aber sie ist offen, das habe ich schon gemerkt. Ja, offen ist, ne? Also, es muss ja so sein, dass sie sich auch rundherum wohlfühlt. Ja, das ist klar. Das soll er jeden gefallen. So, ihr könnt ja erstmal hingehen, mal die Atmosphäre da beschnuppern, könnt euch im Internet schlau machen, wo welcher Club in eurer Nähe ist. Mhm. Und das ganz langsam angehen lassen. Vielleicht kriegt er dann die Kurve nochmal, ihr beiden. Ja. Ja? Ja, schön, weil lieb haben wir uns schon. Ja, das ist ja das Allerwichtigste. Schickt mir mal eine Mail, wenn ihr was unternommen habt und wenn was passiert ist. Interessiert mich. Okay. Ja, alles Gute. Ja, werden wir machen. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Und jetzt geht's weiter mit Markus. Und Markus ist 30 Jahre alt. Hallo, Markus. Hallo. Guten Morgen, Markus. Ja, hallo. Ja, weswegen hast du angerufen?
Ja, also ich habe, hallo erstmal, ich habe seit so 3-4 Monaten ein Verhältnis, lebe aber in einer festen Beziehung. Ja, das ist aber alles sehr verzwickt und sehr komisch und ich weiß so gar nicht, was ich da anstellen soll. Wie lange bist du in der festen Beziehung? Seit 2 Jahren. 2 Jahre. Und dieses Verhältnis, 3-4 Monate, sagst du, ja, wie wird das? Wie hat sich das ergeben? Ja, auf einer Betriebsfeier. Also ich bin Fernfahrer. Ja. Und da war auf einer Betriebsfeier so einer aus dem Büro. Die ist aber ja wesentlich älter als ich. Wie viel älter? Ja, die ist 25 Jahre älter. 25 Jahre älter. Ja, aber sieht man ja nicht an. Ja, ja. Es war, da bin ich vielleicht ein bisschen mehr sauer drüber. Die hat auch, ja, aber ich habe da nie nach dem Alter gefragt, aber die hat damit auch nie richtig rausgerückt. Mhm. So. Ich habe das jetzt durch Zufall erfahren. Ist sie denn auch in einer Beziehung? Nee, nee. Nee. Und jetzt hast du so eine heimliche Affäre mit ihr. Ja, ja, genau. Wie oft siehst du sie? Ja, so. Ja, da gibt es, wie ich halt so Touren habe, ne? Wie ich halt so fahren. Ja, so einmal in der Woche, ja, oder? Ja, so. Ungefähr. Mhm. Mhm. Bist du verliebt in diese Frau? Oder ist es Sex? Ja, weiß ich nicht. Sex hatten wir eigentlich noch nicht miteinander. Ach, ihr hattet noch gar keinen Sex? Nee. Ach. Also, das ist auch komisch, ne? Was macht ihr denn miteinander, wenn ihr euch trefft? Ja, so küssen und sowas. Das schon, aber Sex, also seitdem ich weiß, dass die 55, also es hört sich blöd an, aber seitdem ich weiß, dass die 55 ist, das hört mich auch total ab, ne? Aber das weißt du noch nicht so lange? Das weiß ich seit 6 Wochen. Mhm. Aber davor wusstest du es nicht? Davor wusste ich es nicht, und die sieht auch jünger aus, weil die macht sich auch jung. Und wie kommt es, dass ihr dann vorher keinen Sex hattet, als du das noch nicht wusstest? Weil ich, wie gesagt, seit 2 Jahren habe ich eine Freundin. Ja, bisschen vorsichtig gewesen. Wir zusammen. Verstehe. Und da habe ich halt ein bisschen was. Ja. Also Sentiments. Wie alt ist deine Freundin? Ist sie in deinem Alter? Nee, die ist 18. Ach, die ist 18? Ja, aber die wird älter. Er ist eine Riesenspanne dazwischen. Ja, ja, aber die... Von 18 auf 55, der eine wirkt jünger, die andere wirkt älter. Das ist halt das Problem. Will sie denn, die ältere Freundin, also an deiner Affäre, will die mit dir schlafen? Merkst du das schon, dass sie heiß ist und an dich ran will? Ja, doch, das mag ich sehr. Mhm. So, ja. Jetzt frage ich mich natürlich irgendwie, wenn du jetzt schon gebremst bist in Sachen Sex, aus welchen Gründen auch immer, und so großartig verknallt hörst du dich auch nicht an, warum lässt es denn nicht sein? Ja, das ist komisch. Also hat meine Lebensgefährtin, mit der ich seit einem halben Jahr zusammen wohne, seitdem wir zusammen wohnen, ist ja halt komisch drauf irgendwie. Inwiefern? Ja, die fängt an, mich ständig zu bemuttern und so ein Kram, was ich gar nicht haben kann. Ne? Hast du sie denn gesagt, dass sie das auf die Nerven geht? Ja, ja, sicher, aber irgendwie schnallt ihr das nicht, ne? Mhm. Also ist das jetzt so eine Reaktion auf sie, dass du da so ein bisschen ausscherst, weil dir das auf die Nerven geht? Reaktion weiß ich nicht. Also ich, es ist so, ich bin Fernfahrer, nicht irgendwie, ich bin Fernfahrer aus Überzeugung. Ja. Ne? Also das ist einfach für mich so meine Welt. Ne? Mhm. Also am Bock sitzen, durch die Kante düsen, das brauche ich. Mhm. Da brauche ich wie die Luft zum Atmen, ne, wie das Wasser, das ist einfach meine Welt. Mhm. Und wenn du dann nach Hause kommst und hast mal so 2-3 Tage zu Hause und wirst dann von morgens bis abends ständig hier und da und da ist der ganze Tag minutiös eingeplant, da kann ich echt nicht mit umgehen. Mhm. Und die war vorher überhaupt nicht so. Da war vorher auch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Also, ne? Im Klartext, das ist dir zu wenig frei zu Hause. Deine Freiheit ist dir dazu zu sehr beschränkt. Kann man so sagen? Ja, was heißt Freiheit? Also ja, wenn der Tag so geplant ist, wenn sie sich so klammert, vielleicht auch an dich. Das Planen ist ja noch nicht mal das Schlimme, ne? Was ist denn das Schlimmste? Ja, das Schlimme ist halt, ja, wirklich, wenn ich nach Hause komme, die Pantoffeln gebracht zu kriegen und so ein Kram. Mhm. Das ist einfach nicht meine Welt. Mhm. Also du willst eine selbstbewusste Frau neben dir haben und nicht eine, die dich bemuttert und behätschelt. Genau. Hast du dir aber wirklich auch eine sehr junge Frau ausgesucht? Die war ja damals erst 16, ne, als ihr zusammengekommen seid. Ja, aber halt sehr reif, also geistig. Mhm. Hat immer sehr reifen Eindruck gemacht. Vielleicht habe ich den Fehler gemacht und sie nicht richtig kennengelernt. Mhm. Ich meine, das war natürlich auch zeitlich bedingt. Man hat da wenig Zeit als Mann. Okay, weißt du, jetzt ist natürlich die Unzufriedenheit auf der einen Seite, also in deiner Beziehung, ist vielleicht... Das ist meine Frage, inwiefern das jetzt zusammenhängt, die Unzufriedenheit in einer Beziehung
und dass du dich da auf die neue Geschichte eingelassen hast. Ja, das hängt bestimmt zusammen. Ja, es hängt auch zusammen, bin ich ganz sicher. Meine Frage ist halt, also was ich mich frage, ob es nicht besser ist, beiden mal einen Lauf was zu geben und dann mal so ein halbes Jahr mal gar nichts, weißt du? Also, wenn das so, wenn wir in der Richtung denken, dann heißt das ja, dass du mit deiner jungen Freundin, dass das auch nicht mehr so toll ist mit der Liebe. Ja, also eigentlich schon, ne? Also, das heißt eigentlich schon. Weißt du, dann würde ich nämlich eher den Weg gehen. Erstmal versuchen, das mit der jungen Freundin hinzubiegen, einzurenken, dass sie das kapiert. Und wenn ihr beide das nicht alleine könnt, dass ihr euch da ein paar Mal von außen Hilfe sucht. Und wenn es dann nicht klappt, dann den Weg zu gehen, pass mal auf, ich lass mal beides sein und orientiere mich mal ganz neu für mich, wo ich hin will. Naja. Also für mich ist eine ganz wichtige Frage, wie viel Herz hängt noch an der jungen Freundin? Ja, das ist... Das ist die entscheidende Frage, wie viel Herz ist da? Dazu kommt ja noch ein anderer Punkt, also meine Eltern, die wissen von der älteren Freundin, die ich habe, durch einen blöden Zufall, ist jetzt wäre eine längere Geschichte. Und da gibt natürlich da auch Knatsch, ne? Also hat jetzt so einen Knatsch gegeben, dass mein Vater mich schon ererbt hat. Der hat so eine Deshalb? Ja. Der hat so eine kleine Wurstfabrik. Wurstfabrik ist übertrieben, aber. Ich meine. Und der hat mich schon ererbt und redet nicht mehr mit mir und. Ja, also ich meine, das lässt sich hoffentlich wieder einrenken. Im Prinzip haben die Eltern natürlich insofern recht, wahrscheinlich, dass du kannst nicht parallel Sachen laufen lassen. Das geht nicht. Das ist mies deiner Freundin gegenüber, mit der du zusammen wohnst. Ja, gar keine Frage. Meine Mutter sieht das auch so. Ja. Das ist genau das, wenn mein Vater, der ist da nur mal härter drauf. Also da muss ich sagen, mit dem brauche ich sowieso. Der meinte, das würde noch gar nicht mal so stören, aber das halt sich da. Er sagte wortwörtlich, so eine alte Kuh an den Hals gehangen hätte. Ja. Entschuldige, das fand ich dann schon eine Nummer zu hart. Das finde ich auch bescheuert, da würde ich mich auch gar nicht drum kümmern. Nee. Also ich finde, wichtig ist, dass du dein Leben in Ordnung kriegst und so, dass du dir auch selbst im Spiegel in die Augen gucken kannst. Denn im Moment, das ist nicht korrekt, was du deiner Freundin gegenüber machst, der jungen Freundin. Nee, das sehe ich auch genauso. Ja? Deswegen, deswegen ist es die Frage, wie viel empfinde ich für die ältere Freundin, wie viel empfinde ich für die jüngere Freundin? Wenn ich für die junge Freundin mehr empfinde, vom Herzen her, dann würde ich mich an der Stelle erstmal da reinknien und gucken, ob wir das nicht hinkriegen. Ja, ja. Also und die andere Sache sein lassen. Ich empfinde für die ältere Freundin auch schon was, aber so rein körperlich halt, seitdem, das ist irgendwie total abtönt. Seitdem ich weiß, wie alt die ist, ich meine, die hat sich nicht verändert, ne? In dem Moment, wo ich das erfahren habe. Also die sieht immer noch genauso aus wie davor, aber das ist irgendwie seltsam. Gut, da könnten wir auch noch drüber diskutieren, aber für mich hört sich das schon so an, als würdest du eher, wenn überhaupt, wenn ich jetzt sage, von der Liebe her und von der Verbindung her mehr zu der Jungen tendieren. Naja. Naja, so ganz auch nicht. Aber ja, das ist schon, ich meine, vielleicht muss ich mich da auch selber ändern, ne, dass ich irgendwie mal ein Stück häuslicher werde. Ich meine, ich kann ja auch... Nein, ich finde deine Einstellung völlig richtig. Wenn du sagst, ich will eine selbstbewusste Frau zu Hause haben und nicht so ein Mütterchen, ich will eine gleichwertige Partnerin haben. So, ist die Frage, kriegst du das mit ihr eingerenkt oder kriegst du es nicht mit ihr eingerenkt? Wenn du es nicht mit ihr eingerenkt kriegst, dann trenn dich von ihr und dann tob dich irgendwie aus. Dann kannst du ja mit der älteren Freundin noch versuchen oder auch nicht versuchen. Ja, es ist ja auch, ich meine, sie tut mir auch irgendwie leid um meine junge Freundin. Ja, ne? Sicher. Weil sie hatte vorher hochfliegende Pläne und wollte, was weiß ich nicht, alles werden. Ja. War auch wirklich immer gut in der Schule, hat gut, aber darauf kann man keine Rücksicht nehmen. Nee. Die tut mir jetzt auch schon leid, dass du ein paar Monate sie hintergehst. Ja, das muss man auch so sehen. Das stimmt. Ich mache mal folgenden Vorschlag noch. Wir geben dir mal noch eine Adresse an die Hand für den Fall, dass du dir von außen für dich und deine junge Freundin noch eine professionelle Hilfe suchen möchtest. Hm? Ja, dann kannst du es entscheiden, ob ihr das macht, ob ihr da hingeht, also zu einer Paarberatung. Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Jo, super. Alles Gute. Jo, tschö. So, ihr Lieben, das war's für heute. Morgen sind wir nur im Fernsehen. Um 11:45 mit einem Promi-Talk. Ralf Morgenstern ist mein Gast, der Klatschpapst des deutschen Fernsehens. Und ihr könnt mitmachen, wie das ja üblich ist bei den Promi-Sendungen. Ihr könnt anrufen, euch mit meinem prominenten Gast auch unterhalten, ihn fragen. Mit ihm klatschen morgen sicherlich auch, das liegt ja nahe. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden zu der Sendung unter domian@wdr.de oder eine Stunde vorher morgen anrufen. Die Sendung beginnt um 11:45 und eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und eine schöne Nacht und sag bye bye. Bis morgen. Tschüss.
2 Uhr. Berlin. Bundesfinanzminister Eichel bereitet sich anscheinend auf Strafzahlungen Deutschlands für eine erneute Verletzung des EU-Stabilitätspakts.